Nord-Südbahn ist immer noch nicht fertig, die ist jetzt seit 25 Jahren gebaut, ja. Und das eben BMW ist noch nicht fertig, das Stadtarchiv ist noch nicht wieder aufgebaut quasi und dann kommen Sie mit dem nächsten Tunnel an. Ja, das macht sozusagen die Empörung, die uns da getrieben hat. Und vielleicht muss man auch zur Nord-Südbahn, weil das so ein klassisches Beispiel ist, nochmal sagen, es wird ja immer erzählt, ja, wenn man sowas machen, dann kriegen wir ja 90% Fördergelder von Land und Bund. Ja? Wir müssen ja gar nicht viel bezahlen. Ja? Und das war für die Nord-Südbahn, die war veranschlagt mit 500 Millionen, damit man 6 Minuten schneller durch die Innenstadt kommt, ja, unterirdisch, ohne Fahrstühle hoch und runter, ohne diese Zeit. 500 Millionen war also veranschlagt, das heißt für die Stadt Köln dann 50 Millionen. So muss man wissen, diese Fördergelder, die bekommt man erstens nur dann, wenn der Wirtschaftlichkeitsfaktor mindestens 1 ist. Das heißt, es wird immer so eine Kosten-Nutzen-Abwägung gemacht. Ja? Wie viel kostet es, wie viel Nutzen hat es und dann muss der Faktor größer als 1 sein, sonst kriegt man keine Fördermittel. Das führt natürlich dazu, dass die Kosten bewusst runtergerechnet werden, damit man überhaupt diesen Faktor 1 erreicht, ja? Und dann alle möglichen, also betriebswirtschaftlich eigentlich kaum erfassbare Nutzen dann auch da rein gerechnet werden. Aber egal, vor allen Dingen werden die Kosten niedrig gerechnet, damit man die Fördermittel erhält. Die Fördermittel erhält man aber natürlich nur auf die Summe, die man ursprünglich gesagt hat, ja? Die 500 Millionen. Wenn es dann teurer wird, was es auf jeden Fall wird, weil ja runtergerechnet wurde, dann ist natürlich die Stadt selber dran, ja? Oder die Kommune, die eben das beantragt, man muss dann die erhöhten Kosten alleine bezahlen, da gibt es da keine Fördermittel mehr, muss dafür Kredite aufnehmen, muss die Kreditkosten bezahlen und, und. End vom Lied ist, für die Nord-Südbahn hat die Stadt nicht 50 Millionen bezahlt, wie ursprünglich gesagt wurde, sondern 1,2 Milliarden. Ja, und das ohne den Unfall. Ohne Unfall. Die Unfallkosten sind nochmal 1,3 Milliarden, die oben drauf kommen. Ja? Also das ist ja zum Teil, gehe ich jetzt nicht vom einen, da gibt es einen Vergleich mit der Baufirma und so, wo das separat nochmal verhandelt worden ist. Nur das ohne, durch die ganzen Kosten, die mussten hunderte Millionen neue Kredite aufnehmen. Es war natürlich auch zu einer Zeit, wo nicht diese ganz niedrige Zinspolitik war. Ja. Und dann ist das diese Belastung. Ja. Und so läuft das generell, was diese Fördermittel angeht. Zu den Förderrichtlinien sage ich noch einen Satz, weil das ganz neu ist. Und wir sind da gerade am Recherchieren. Ich weiß nicht, wer gestern, der eine oder andere war in dem Film gestern, ne, für Stuttgart 21, da ist ja auch der Bankschutz ganz katastrophal. Ja. Und Barrierefreiheit ist ja auch noch so ein Thema. Die Förderrichtlinien sind jetzt vom neuen Verkehrsminister dahingehend geändert worden, dass in die Kosten die Barrierefreiheit und der Brandschutz nicht mehr reingerechnet werden müssen. Das wurde uns schon mal gleich hier vom Verkehrsdezernat gesagt, was natürlich heißt, das minimiert die Kostenrechnung natürlich, ja. Da kannst du praktisch überall buddeln, ja. Weil das sind ja zwei erhebliche Kostenfaktoren, ne, die man dann dem Nutzen, dem vermeintlichen gegenüberstellen muss. Also, so viel dazu. Nachfrage möchte ich Sie sofort beantworten, weil Sie interpretieren muss, also wenn das nicht eingerechnet wird, wer zahlt das dann? Die Stadt allein? Sie kriegen die Fördermittel trotzdem. Das also jetzt natürlich nur für die Summe, die Sie angeben. Aber das heißt praktisch, dass der wirtschaftliche Faktor sehr viel schneller auf mehr als 1 ist. Ja? Also damit sind Fördermittel leichter zu kriegen für Tunnelbauten. Ja, das ist der Sinn der Sache. Ich weiß nicht, ob die Firma Nahrenknecht da dahinter steckt. Also die größte Tunnelbaufirma in Deutschland und auch international, Global Player. So, also das ist die Vorgeschichte, die eh schon in Köln läuft. So, dann gucken Sie jetzt mit dem Ost-West-Tunnel an. So. Daraufhin hat sich unsere BI auch dann gegründet. Wir haben erreicht, was damals haben wir auch eine Petition aufgelegt mit 10.000 Unterschriften, auch im breiten Bündnis mit anderen Bürgerinitiativen und VCD und ADFC und so weiter waren da mit dabei. Und da haben sie damals entschieden, 2018, dass sie Machbarkeitsstudien in Auftrag, dass sie noch nicht entscheiden über Tunnel oder nicht, sondern zwei Machbarkeitsstudien in Auftrag geben, und zwar eine oberirdische Variante und eine unterirdische Variante. Da jetzt sie auch nicht Kölner sind, zur oberirdischen Variante sage ich nicht viel, oder vielleicht doch ein paar Kölner sind ja da, vielleicht doch nicht unwichtig. Die oberirdische Variante, die haben sie im März vorgestellt, und
Sie gucken da unter vielen Varianten, ne? Und Ihre Vorzugsvariante, die Sie da haben, weil Sie sagen, die Ost-West-Achse, die ist so überlastet und da müssen wir was machen. Und die oberirdische Variante sieht so aus, dass der halbe Neumarkt damit zerstört wurde. Sie wollen da vier Gleise nebeneinander machen, den halben Neumarkt, die Baumreihe weg, und Sie sagen, naja, der Neumarkt kann ja dann angeschlossen werden an die Einkaufszone. Und dann haben wir ja noch ein bisschen Platz dazu gewonnen. So, ja? So, und unser Verdacht ist, die oberirdische Vorzugsvariante ist so beschissen, damit alle sagen, oh Gott, nein, das wollen wir nicht. Ne? Dann lieber den Tunnel, ne? unter die Erde. Warum wurde das erst im März jetzt vorgestellt? Das wurde jetzt, weil das so lange gedauert hat, so. Bis das ausgearbeitet wurde. Und jetzt im Mai wurde die Tunnelvariante vorgestellt, jetzt vor zwei Wochen wurde sie vorgestellt. Und die ist noch katastrophaler, als man gedacht hat. Also es geht darum, dass praktisch wer das kennt, vielleicht Deutzer Brücke kennt, ja, vom Heumarkt bis zum Aachener Weiher unter der ganzen Innenstadt her ein Tunnel laufen soll. Am Aachener Weiher kommt es wieder hoch und ein Abzweig für die Linie 9 und unter dem Mauritiusviertel her. Das geht dann nach links so ab Richtung Zülpicher Straße so. Da wurde das ganze Mauritiusviertel. Das ist praktisch der Tunnel, um den es geht. Und was Sie jetzt vorgestellt haben, ist, dass Sie damit den Neumarkt zerstören würden. Dann wurde nämlich von der Deutzer Brücke, muss es dann ganz in die Tiefe runter. Das gibt natürlich einen riesen Rampen. Die müssen Sie auch abdichten, da wird dann so eine Mauer sein. Ja. Und das heißt, der ist praktisch zerstört. Das hatten Sie, es gab eine Bürgerbeteiligung, die übrigens keine Mehrheit für diesen Tunnel ergeben hat. Das hatten Sie bei der Bürgerbeteiligung mit schönen Zeichnungen noch ganz anders dargestellt. Ja, so. Dann müssten Sie unter dem Neumarkt und dem Rudolfplatz her. Und da müssten Sie, vor allem am Rudolfplatz, müssten Sie nochmal eine Etage tiefer gehen. Also beim Rudolfplatz müssten Sie in die vierte Tiefetage gehen. Das heißt, alleine schon diese beiden Haltestellen, das sind die zentralen städtischen Haltestellen quasi, allein diese beiden würden Bauwerke sein, die also ewig brauchen, ja, und die auch äußerst komplex sind, auch was Brandschutz und all solche Sachen angeht. Dann in der vierten Tiefebene. Da kann man sich natürlich auch ausrechnen, wie das aussieht mit Fahrstühlen und Rolltreppen. Wer in Köln schon mal gefahren ist, damit also weiß, wie oft die kaputt sind und das überhaupt nicht vernünftig funktioniert. Ja. Unsere Gegenargumente sind, dass wir einfach den Autoverkehr reduzieren wollen in der Innenstadt. Ja, das ist mal das Erste auf dieser Achse. Gerade im Innenstadtbereich könnte man einfach sagen, die Autos weg, dann braucht der Neumarkt nicht mehr zu umfahren werden, Radspuren natürlich auch. Und das sind ungefähr 40% Durchgangsverkehr, die gar nicht in die Innenstadt wollen, die nur Ost-West durchrasen quasi. Und was die KVB angeht, also die Kölner Verkehrsbetriebe und die Überlastung der Ost-West-Achse, das stimmt. Das heißt aber, also zumindest in Schubzeiten stimmt das, das heißt aber, dass man gucken muss, wie kann man anderweitig Entlastung schaffen, indem zum Beispiel Netzstücke, die auch fehlen, ne? Indem Leute eben zum Beispiel fordern, dass wir zwei Umweltbrücken im Norden und im Süden von Köln haben, weil das Netz ist sozusagen sternförmig auf die Mitte ausgerichtet. Einige Vororte sind auch nicht angeschlossen. Das heißt, es müssen viele durch die Mitte, um irgendwo anders hinzukommen. Ja? Wir sagen Umweltbrücke, also sprich nur für ÖPNV, Fahrrad- und Fußverkehr im Norden und im Süden, damit man eben, wenn man von Nordost nach Nordwest will, eben nicht durch die Mitte immer muss, ja? Sondern da eben die direkten Verbindungen sind. Das nur mal so als Beispiel, dass wir sagen, wir wollen das netzförmig ausbauen und das heißt auch die Ringe, die immer noch nicht geschlossen sind, wo also Stücke fehlen, das ergibt natürlich auch viel mehr Umstiegsmöglichkeiten und Verbindungsmöglichkeiten und kürzere Wege, die müssen auch geschlossen werden. Also es gibt Teilstücke, die fehlen und die würden im Bruchteil kosten. Also wir haben diese Teilstücke mal ausgearbeitet als Roadmap Plus und wir kommen auf etwa, ich muss nochmal sagen, dieser Tunnel, was Sie jetzt im Augenblick berechnen, also Ihr letzter Rechenstand ist 800 Millionen, was heißt jetzt nicht? Das war, ja, ist natürlich gelogen, ist klar. Das war also bevor jetzt diese Preissteigerung kam, vor dem Ukraine-Krieg, ja, war der letzte Stand der Dinge, bei der Bürgerbeteiligung wurde das vorgestellt, waren 800 Millionen. Das wird natürlich vorne und hinten nicht stimmen. Und unsere Teilstücke, wir haben das mal grob berechnet, allerdings auch nach etwas älteren Zahlen, wären etwa 500 Millionen, wo man eben Teilstücke oberirdisch praktisch die fehlen bauen kann. In der Ring im Osten ist nicht geschlossen, Frankfurter Straße und so, wer sich auskennt da. Das wäre also ein Teil davon nur und man könnte dann sehr viel mehr oberirdisch damit machen. Ne? So.
Ja, also so ist der Stand der Dinge und das ist nicht der einzige Tunnel, den Sie wollen. Also das ist aber, das wird die größte 20 Jahre Baustelle, mit Sicherheit 2 Milliarden sowas in der Größenordnung wird es werden. Und würde die Innenstadt lahmlegen. Sie müssten dann auch, weil ja im Augenblick noch so viele Umstiege durch die Innenstadt laufen, müssten Sie die auch kappen. Das würden dann Kopfbahnhöfe quasi, ja, wo die Leute dann wieder zurück müssen. Also während der Bauzeit, ne, müssten Sie dann auch zumindest 2 Jahre echt die Planung kappen. Das ist nicht der einzige Tunnel, zum Beispiel es fehlt ein Ringstück Linie 13 bis zum Rhein. Da kann man Oberrunde sparen, da haben wir auch einen Vorschlag gemacht als Bündnis, weil man muss auch positiv Vorschläge machen, ne? Wie kann man das machen? Wir haben auch Stadtplaner und Verkehrsplaner dabei. Die wollen sie aber auch unterirdisch legen und dann unter dem Rhein her und unter dem ganzen rechtsrheinischen her sozusagen eine Linie führen. Da läuft gerade eine Machbarkeitsstudie für. Und das ein weiteres größeres Projekt, was jetzt in der Anfangsdiskussionsphase ist, was sich an Stuttgart 21 und solche Geschichten auch anschließen würde, ist, dass es einen Vorschuss gibt von einem berühmten Architekten hier in Köln, Tom Böhm, aber auch gesponsert von der Firma Baumens Adenauer, das ist eine Baufirma in Köln, die relativ viel macht, nämlich dass der Hauptbahnhof verlegt werden soll. Raus aus der Innenstadt und hier hin nach Kalk. Ja, auf den Güterbahnhof, auf den ehemaligen. Und dann wurde das, und dann auch innerhalb der Innenstadt ein ganz verzweigtes unterirdisches Netz, also Tunnel natürlich, nur für die Zuläufe dazu. Und sie wollen den Hauptbahnhof nicht jetzt ganz weg haben, sondern die Halle soll stehen bleiben, das soll eine Kulturgeschichte werden. Und dann machen sie ganz schöne Bildchen, die Hohenzollernbrücke, die Eisenbahnbrücke. Ja, wahrscheinlich kennt man, aber auf den Boden zu wollen, nach Köln reinkommt, das wird eine grüne Oase, da machen sie dann ganz tolle Bildchen, wie die begrünt werden kann und so. Und nach Westen raus dann auch, kann alles begrünt werden und so, ganz toll. Ja, und das müssen wir auch ernst nehmen, ja, weil das reiht sich wirklich ein in diese Projekte in Stuttgart 21, Hamburg, Altona Bahnhof raus verlegen, Frankfurt, einen neuen Tiefbahnhof bauen und solche Geschichten. Weil man davon ausgehen muss, dass es tatsächlich ein Immobilienprojekt in erster Linie ist. Ja? Ja, das letzte, was du sagst, ist jetzt auch ernsthaft diskutiert, das ist nicht nur so Fortschuss im Erdbeben. Also wir nehmen es jedenfalls ernst. Ne? Wir haben anfangs auch so gedacht, naja, da ist der Architekt, der denkt sich was aus und so, aber seit wir eben festgestellt haben, wer die Sponsoren sind und so, ist es schon die Sache. Und die Stuttgart 21 Leute, mit denen wir Kontakt haben, die haben auch gesagt, so fing das bei uns auch an. Man denkt erst, das ist so wahnsinnig, ja. Kann gar nicht, aber wer gestern den Film gesehen hat, der Wahnsinn läuft dann einfach weiter. Ja, jetzt werden da hunderte Kilometer Tunnel noch gebaut und so. Also man muss da schon relativ frühzeitig gegengehen. Das ist ein Immobilienprojekt, dann sagt er immer, ja, aber der Hauptbahnhof soll ja bleiben, soll ja Kulturhalle werden. Ja, aber es geht nicht um den Hauptbahnhof selber nur, natürlich werden da auch Tunnel gebaut werden, sondern es geht um das Deutzer Feld. Da sind ja immer in der Innenstadt dann, bei so großen Knotenpunktbahnhöfen, riesige Gleisanlagen und sowas. Ne? Die liegen in Deutz zentral in Innenstadt. Das ist eine Immobilienverwertung, die würde unheimlich was bringen. So. Und natürlich die Baufirmen selber, die auch Interesse daran haben. Ja, also da muss man auch nochmal, also solche Projekte nochmal in den Zusammenhang bringen, auch deswegen sagte ich gerade schon, die anderen Bahnhöfe, nicht nur die Bahnhöfe, auch die Tunnelgeschichten, die da laufen. Es ist so, also eine wichtige Zahl, die Winnie Wolf immer gesagt hat, finde ich, die kann man gar nicht oft genug wiederholen. Bei der Bahn ist es so, dass die meisten Fahrgäste, 94% aller Fahrgäste bei der Bahn, sind im Regionalverkehr unterwegs. Und nur 6% sind im Fernverkehr unterwegs. Das ist eine Wahnsinnszahl, die muss man sich wirklich mal sacken lassen. Ja. Ja. Aber die Milliarden, es ist gar nicht so, dass die Bahn so wenig Geld erzichte. Ja. Also jetzt bist du berühmt, gerade mit der 45 Milliarden sind finanziert und so, das investieren wir. Die Milliarden gehen nur immer in den Fernverkehr und in diese Wahnsinnsbahnhofsprojekte. Und im Fernverkehr versuchen sie auch Hochgeschwindigkeitsstrecken zu machen dann, nach dem Motto, die Hauptstrecken müssen. Ja. In Wirklichkeit sind das halt die Hauptstrecken, der Hauptverkehr ist regional. Ja. Und wenn man über 230 Stundenkilometer geht bei der Bahn, das ist die bisherige, die normale Geschwindigkeit, sagen wir. Sie versuchen auf 300 Stundenkilometer zu gehen, dann ist es so, dass man da, also da können nicht so viele Kurven und Berge drin sein, dann heißt, dann braucht man viel mehr Tunnel und Brücke für solche Bahnstrecken, die auf Hochgeschwindigkeit gehen. Und das ist natürlich genau, was der Bahn, was wiederum der Bauwirtschaft nützt. Ja? Also so ein paar Schienenkilometer verlegen bringt keinen Profit.
Aber Tunnel bohren und Brücken bauen, das ist natürlich die Sache. Ne? Und insofern sind das jetzt schon riesige Milliarden an Investitionen, die gehen aber genau nur in solche Scheiße rein. Während man zum Beispiel, wenn man die Bahnstrecken reaktivieren würde, die stillgelegt worden sind, in Nordrhein-Westfalen sind das zum Beispiel, und zwar die noch immer noch als Trassen gewidmet sind, also die nicht irgendwie schon ganz überbaut worden sind, also die, selbst wenn da Fahrradwege drauf sind, sind viele immer noch als Bahntrassen gewidmet. Das heißt, das Argument, dauert lange und langwierig und Bürokratie, bla bla bla, fällt alles weg, ja? Ist eine Bahntrasse. Das sind in Nordrhein-Westfalen zum Beispiel 66 Strecken, da wären 30 Mittelzentren, wie Wermelskirche und so, wären angeschlossen an den Bahnverkehr. Ja? Also das ist natürlich für die Pendelei und für die vielen, die 94%, die im Regionalverkehr unterwegs sind, müssen die Investitionen genau da reinnehmen. Ja? Und da gehen sie eben nicht rein, diese Riesenmilliardensummen gehen an die Bauwirtschaft, gehen an den zum Nutzen der Immobilienwirtschaft bei den innerstädtischen Geschichten und auch eine wichtige Zahl, 50% des Umsatzes macht die Bahn im Ausland. Die baut ja Kuwait, Kanada, Maya, durchs Maya-Gebiet eine Bahn und so was. 50% des Umsatzes. Also ja, die ist im Grunde an dem Bedarf, der hier ist, nochmal 94% regional, Pendler, ja, ist im Grunde nicht interessiert, sondern es ist nur Gelder, die verschoben werden in die Profitwirtschaft rein. Ja. Darum geht es immer. Ja, und deswegen gibt es eben auch diese Tunnelmania. Ihr wisst ja vielleicht auch zum Beispiel Grube, und ich habe gestern im Stuttgart 21-Film gelernt, auch der Herr Oettinger. Grube ist, nachdem Stuttgart 21 durch war, in den Aufsichtsrat und den Vorstand der Firma Herrenknecht gewechselt. Direkt, ja, und da gibt es auch dann direkte Verbindungen, und ich möchte nicht wissen, welche Herrenknecht-Lobbyisten in der Kölner Stadtverwaltung sitzen. Ja, dass die einen Tunnel nach dem anderen, ja, klar. Ja. Also zumindest Verbindungen wird es da geben. Ja, deswegen gibt es diesen ganzen Wahnsinn. Das sind die Interessen, die Autowirtschaft natürlich auch, die Autoindustrie letzten Endes auch, wenn eben tatsächlich überhaupt keine Konkurrenz zum Autoverkehr ausgebaut wird. Ja? So, das ist natürlich ein Wertinteresse auch und innerstädtisch auch, wenn eben der öffentliche Verkehr nicht ausgebaut wird, sondern das Geld auch dahin Wahnsinnsprojekte gepulvert wird, ist natürlich auch gut für die Autowirtschaft. Übrigens in Köln, das kam gestern im Film auch nochmal kurz vor, in Köln sitzt die Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen, STUFA heißt die. Das ist praktisch der Lobbyverband derer, die unterirdische Verkehrsanlagen fördern wollen. Da sitzt die ganze Bauwirtschaft drin, da ist Herrenknecht drin. Ich habe mal einen Tag gearbeitet und habe da festgestellt, dass die schon, also 10 Jahre im Voraus, dann Arbeitskreise bilden, wir haben Stuttgart 21 gerade beschlossen, der Gotthard-Basistunnel, der ist noch im Bau, ja, und dann machen sie schon Arbeitskreise, wen können sie als nächstes beeinflussen, dass es eine U-Bahn gibt oder dass es da einen Autobahntunnel gibt. Ihr könnt es auch, manchmal sieht man es unterwegs, auch vor allem in Ostdeutschland, wenn man da über die Autobahn fährt, und man sieht da, es gibt Tunnel, wo man sich denkt, das ist sinnvoll, ja, also Basistunnel durch so einen großen Bergknoten oder sowas. Es gibt aber auch eine Menge Tunnel, wo man sich denkt, warum ist jetzt hier Tunnel, ja? Da ist nur so ein kleines Häufchen Erde oben drauf und so, man hätte den genauso oberirdisch führen können, ne? Muss dann nur darauf achten, findet man öfter an der Autobahn, da kannst du sicher sein, Firma Herrenknecht und Co., aber es ist nicht nur Herrenknecht, sondern auch Hochtief und Bülfinger, die großen Baukonzerne verdienen mehr an Tunnel und an Brücken, das ist einfach so, Brücken natürlich auch. Ne? Ja, und die STUFA hier in Köln ist der Lobbyverband dafür, um das einzustellen, sehr frühzeitig, weil es ja auch klar ist. Die müssen ja immer Anschlussaufträge kriegen. Ne? So. Und auch der Player bundesweit. Und ist auch ein bundesweiter Player, ja. Ja, okay. Ja. Krass. Die sind kaum bekannt. Also ich wusste es auch nicht, bevor ich da gearbeitet habe, dass das für ein Dame ist. Ja, was tun? Ich kann das nur mal kurz nochmal sagen, auch zum Schluss zu kommen, Bündnisverkehrswende, was wir gemacht haben, eben 2018. Immerhin erreicht, dass es verhindert wurde mit Demos, also dass es verschoben wurde erstmal so. Entschuldigung, was wurde verhindert? Dass es nicht direkt entschieden wurde 2018, der Ost-West-Tunnel, sondern dass zwei Machbarkeitsstudien laufen. Sie haben zwischendurch noch allerlei Sachen veranstaltet, zum Beispiel haben wir dann rausgekriegt und auch skandalisiert, eine Kommunikationsagentur beauftragt und in der Ausschreibung für diesen Auftrag sogar reingeschrieben. Es war ein Mitarbeiter, der ein bisschen, sagte dann die Verkehrsdezernentin, es war ein Mitarbeiter, da reingeschrieben, dass man mögliches Störfeuer verhindern soll und so. Und Störfeuer verhindern gegen den Tunnel und so weiter. Da war ausdrücklich drin. Und
was sie auch gemacht haben, ist ein politisches Begleitgremium zu installieren. Also die Pläne von diesem Machbarkeitsstudium und die Begleitung, nicht der Verkehrsausschuss, der definiert wäre, wo das dann im Ganzen vorgestellt wird, sondern ein extra Gremium, ein politisches Begleitgremium von jeder Fraktion, die Verkehrssprecher und die Stadtsprecher drin und natürlich ganz viel Verwaltung drin. Und das ist das in das Tag geheim. Ja, das haben wir natürlich ausskandalisiert und haben dann, also wir machen zusammen mit der Linken immer am Tag der Pressekonferenzen und geben dann bekannt, was da diskutiert worden ist und so. Und, wir, und es gibt, immerhin haben sie dann auch noch eingerichtet, einen Katzentisch, ein sogenanntes Stakeholder-Gremium, also wo die Fachöffentlichkeit und die Interessierten, aber dazu gehören nicht nur Initiativen oder so, dazu gehört auch Parkhausbetreiber und ich weiß nicht, wer alles, ja, Stakeholder halt, ne? Wie sie es immer nennen. Aber da kriegt man die Pläne zumindest auch ansatzweise vorgestellt. So, das ist das, was wir in der Zeit erreicht haben. Wir machen auch eine Mahnwache vor fast jeder Ratssitzung, Veranstaltung natürlich. Wir haben entlang der Ost-West-Achse mehrfach die Anwohner, also auch die Geschäfte da kontaktiert. Weil wie es oft so ist, das steht dann zwar ab und zu mal in der Zeitung, aber nicht jeder liest Zeitung. Viele kriegen solche Pläne überhaupt nicht mit. Wir stellen immer wieder fest, wenn wir Infostand machen, was, wie und so. Achso, und was auch sehr häufig ist bei jungen Leuten, hofft, ja, das ist doch toll, also eine Großstadt braucht doch eine U-Bahn. Ja? Ja, da muss man nochmal dazu sagen, im Gegensatz zu München, ich weiß nicht, wie es in Hamburg ist, Köln hat keine U-Bahn. Also kein geschlossenes Metrosystem, wo man tatsächlich unterirdisch schneller vorwärts kommen würde, könnte, wenn es denn überhaupt sinnvoll wäre. Sondern Köln hat auch noch Ober- und Unterirdisch. Das heißt, wir haben eine Straßenbahn, die ab und zu unterpflastert werden. Wenn die also aus der Innenstadt, aus dem Tunnel rauskommt, stehst du wieder im Autoverkehr. Also es ist überhaupt nicht so, dass es da, dass man da eben, dass es eine geschlossene Metro ist. Ne? Das kommt noch als Absurdität eigentlich oben drauf, weswegen es eh Quatsch ist. Und die ganzen Bodendenkmäler, die Köln hat, das ist natürlich auch noch sowas. Ne? Die Kosten werden natürlich nie eingerechnet. Die kommen ja immer oben drauf. Hier findet, es ist völlig klar, das, was man hier findet. Ja? Hier findet man immer was. Ja? So, das sind natürlich auch alles die Dinge, die das dann erhöhen. Ja, wir sind auch in diesem, wir sind eben auch in diesem Stakeholder-Gremium vertreten als Bündnisverkehrsverbände. Wir machen auch mit beim Mobilitätsrat, also wohl wissend, dass solche Gremien alle nur so der Betrieb und so gelten, ja, und dafür da sind, aber einfach um Informationen auch abzugreifen und um da auch die Opposition quasi dann reinzutragen. Das machen wir mit und wir vernetzen, sind auch gut, ganz gut vernetzt eigentlich. Ich muss sagen, wir haben uns als Bündnis vorgenommen, den ÖPNV als Schwerpunkt tatsächlich. Zum einen, weil dieses Projekt so viele Mittel binden wird, Fördergelder, städtische Gelder und Personalressourcen, dass dann mit Verkehrswende immer nicht mehr viel los ist, wenn das durchkommt. Ja, das ist einfach ein zentrales Projekt. Die Stadt selber sagt, ihr wichtigstes Verkehrsprojekt, ja, für Jahrzehnte. Auch, also deswegen muss es verhindert werden. Und wir konzentrieren uns auf ÖPNV, weil es gibt relativ viele und auch, die haben auch Fortschritte erreicht, Fahrrad. Lobbyorganisation, der VCD, der ADFC, viele kümmern sich darum und es ist auch relativ viel einfacher und billiger, da passiert auch tatsächlich ein bisschen was. Du pinselst da ein paar Radstrukturspalten auf die Straße. Ich meine, das ist natürlich auch nicht der Sinn der Sache, man braucht eigentlich getrennte, ja, aber so machen sie es ja. Und da gibt es auch einen gewissen Fortschritt, ja, so, das ist einfach und preiswert, aber ÖPNV-Ausbau und KVB-Ausbau, das ist richtig teuer, ja, und da muss man wirklich was reinstecken, aber das ist das Rückgrat für eine Verkehrswende. Das kann nicht jeder mit dem Fahrrad zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jedem Wetter fahren. Das geht einfach nicht und deswegen brauchst du einen ÖPNV. Und zwar möglichst maschinengebunden und nicht nur Busse, die wirklich also auch viel mehr Leute transportieren können. Und auch da gibt es Erhebungen schon lange, dass, wenn du, dass die Leute auch lieber in die Straßenbahn einsteigen als in Busse, ja? Die dann durch sämtliche kleine, die immer nur die kleine Anbindung quasi machen. Das ist also viel vom ganzen Komfort her. Sehr viel besser. Und deswegen haben wir gesagt, wir konzentrieren uns auf ÖPNV, das macht sonst niemand. Ja. Und sind auch beste Gast hier vom KVB-Vorstand. Und übrigens auch von Berlin, obwohl wir da Verbindungen auch hin geschaffen haben. Weil man braucht natürlich auch Fahrer. Die KVB hat neulich die Fahrpläne ausgedünnt aus Personalmangel. Wir haben einen erzählt von Krankenstand nach Karneval und so, aber in Wirklichkeit haben sie schon lange Personalmangel. Und deswegen machen wir auch beim Tarifvertrag, Tarifkampf Nahverkehr mit. Und haben uns damit auch so verbunden. Und weil der KVB-Vorstand aber entschieden für den Tunnel ist, der Betriebsrat auch an den KVB-Vorstand dranhängt und sagt, ja, wir sind auch für den Tunnel, dann hat man weniger Querungen, diese störenden Fußgänger immer, ne, und Fahrradfahrer in der Innenstadt, ist die Davi-Fachgruppe auch da sehr zurückhaltend, weil das ihre Basis ist. Ja, so. Aber es gibt inzwischen, in diesem Jahr gab es jetzt ein bisschen mehr Verbindungen und im Anfang nächsten Jahres wird es den Mantel-Tarifvertrag nach Verkehr geben, wo es um die Eingruppierung geht und ja, um die Rahmenbedingungen der Arbeit. Und da
ist Verdi anscheinend recht entschlossen, auch einen Arbeitskampf zu führen und zusammen mit den Fridays, was jetzt in der letzten Runde auch schon ansatzweise geklappt hat. Und da werden wir uns natürlich auch mit reinbringen. Und wir werden ab August nochmal eine neue Petition auflegen, weil der Fachmann für die Entscheidung ist, sie wollen dieses Jahr das Begleitgremium briefen, dieses politische Begleitgremium, und im ersten Halbjahr 24 die Entscheidung treffen. Deswegen werden wir jetzt ab zweites Halbjahr 23 nochmal eine Petition auflegen mit dem Ziel 20.000 Unterschriften und auch Aktionstage zusammen mit anderen Verkehrsländerorganisationen planen. Und mit der letzten Generation haben wir jetzt auch Kontakt und wir wollen auch, dass in so einem Kontext, dann, das müssen wir mit denen dann beraten, sinnvolle Aktionen mit denen zusammen stattfinden. So, das ist so der Plan. Okay, so. Also für Laien, Brücke ist viel, viel billiger als Tunnel, kann man so grob sagen. Ja, wenn es eine Umweltbrücke ist. Ne? Also ist natürlich noch eine Frage bei Verkehr, da musst du Lkw-Verkehr mit einbringen. Da ist es dann kennt man ja. Und das zweite, die 6 Minuten Fahrzeitersparnis Nord-Süd wäre in Relation zu der Ringbahn? Nee, die war im Verhältnis dazu, wie es vorher war. Die Anbindung von der Innenstadt nach Süden war ja nur mit Bussen. Busse, genau. Die 132, 133. Und wenn du da natürlich mit der U-Bahn, dann hast du halt Zeit gewinnen. Ne? Genau, und dann noch, man denkt ja, okay, Fahrzeug, aber mit diesen Bussen gibt es ja nicht ein großes Kapazitätsproblem vielleicht zur Bahn? Oder die fahren ja relativ hochfrequent, diese Busse vom Neumarkt runter oder vom Pressauer Platz. Das kriegen wir hin. Die Busse sind zwar gefüllt, aber also der Verkehrsbedarf Nord-Süd, der durch die Busse im Augenblick gedeckt, das passt ja gar nicht. Jetzt wird sie ja teilweise, die Linie 5 ist ja freigegeben und also die wird ja zum Teil, aber ja. Wird wenig genutzt. Wird wenig genutzt bisher, ja, stimmt schon. Die Busse reichen im Augenblick, ne? Ja, also wobei es wäre natürlich sehr viel schneller, ich weiß nicht, wer, wenn man wenn man die Rhein-Ufer-Straße. Das ist ja. Wenn man da eine ÖPNV-Spur haben würde, ist natürlich die beste Möglichkeit, um schnell durchzukommen. Ja? Auch für die Busse, die ja auch. Gibt es auch Linien vom Rheinauhafen bis zum Pressauerplatz zum Bahnhof, das ist ja fix. Zum Beispiel, ja. Der Autoverkehr nutzt das ja auch, also die Nord-Südfahrt und die Rhein-Uferstraße. Und da müsste man eigentlich eine ÖPNV-Spur machen. Genau, dann war es jetzt die Zielpunkte. Im ersten Schritt Schnellbus. Also wir sind nicht grundsätzlich gegen Busse. Ne? Wenn es ein erster Schritt ist, einen Schnellbus einzurichten und dann eben die Schienen dazu legen. Wobei Schienen legen geht unheimlich schnell. Ne? Also, achso, da muss ich auch nochmal sagen, wegen der Kapazitätsgeschichte. Seit der Nord-Südbahn angefangen wurde, also seit 2003, in den über 20 Jahren, ist oberirdisch, sind nur 3,5 Kilometer gebaut worden, Schiene. Weil sie bei alles da praktisch da eine Strecke war für die Kölner, das war IKEA, die Linie 5, Verlängerung, das ist noch finanziert worden von dem Gewerbegebiet, Leuten da, und das war in 8 Monaten fertig. Wie Ratzbatzen. Vielleicht noch mit dem, es gibt ja immer Referenzen international, wo man zeigen kann, wie es richtig gut gemacht wird, das gibt es ja wahrscheinlich auch, ne? Dass man auf die vernünftige Lösung. Ja, also wir verweisen immer auf Wien natürlich, ne? Weil ich muss sagen, ich war kürzlich in Wien, da gibt es einen, ist ja bekannt, einen hervorragenden ÖPNV, auch relativ preiswert, ja, und wirklich, da brauchst du keinen Fahrplan, alle 5 Minuten, übrigens auch alle Rollstuhl und Fahrstuhl, ich bin da mit Rollstuhl, mit meinem Fachmann durch, der war da in seinem Rollstuhl und da gab es keinen Rolltreffer und keinen Fahrstuhl, der nicht funktioniert hat, ja, sondern es hat funktioniert, alle 5 Minuten, wunderbar, und trotzdem verflucht viele Autos in der Stadt. Das heißt, du kommst nicht drumherum, weil immer viele Autos. Ich glaube, man kommt nicht drumherum, weil immer gesagt wird, ja, man braucht ja erstmal einen guten ÖPNV oder so. Den hast du da. Und trotzdem, ja. Du kommst nicht drumherum, Push- und Pull-Faktoren also auch zu verbieten. Und auch ganze Stadtteile, Superblocks in Madrid und so. Du kommst nicht drumherum, ein paar Hauptverkehrsachsen auszuweisen und den Rest möglichst auch zu beruhigen, auch mit Fähr- und Gehbrücken. Weil es ist ein Fahren der Bequemlichkeit vielleicht auch oder was auch immer. Ganz freiwillig geht es nicht. Also für mich ist das ein Bequemlichkeit. Also halb als Moderator, aber auch halb als Teilnehmer, weil wir kennen uns ja. Wir wissen ja, warum wir das Ganze machen. Was ist? Und wenn das doof ist, dann sag sofort Bescheid. Wir probieren es in 3 Minuten, erzähl weiter. Wir machen Kassel ja auch in den Nahverkehr. Und dann, ich finde,
Ihr habt Schwerten, die wir absolut nicht haben. Ihr müsst euch vorstellen, das ist Kassel und drumherum ist der Landkreis und wir haben so Durchgangsverkehr da. Genauso wie du sagst, 40%, wir wohnen hier. Also hier ist die Innenstadt, hier wohnen wir. Hier gibt es auch so ein Kreuzding mit Bahn. Bei uns ist der einzige Innenstadtteil, wo nur Busse fahren, da lag in den 70er Jahren noch eine Bahn, die haben es weggenommen, es ist nur noch Autoverkehr. Und jetzt machen sie genau das wie bei euch. Mit diesem Argument, es muss die Wirtschaftsförderung. Das ist total absurd, weil da fahren Buslinien im 5-Minuten-Takt überfüllt. Leute mit Rollis, Kinder mit Einkaufswagen kommen nicht rein, die warten bei Bussen, bis plötzlich ein Platz frei ist. Richtig verrückt. Und sie bekommen alles damit. Und sie müssten nicht viel tun. Sie müssten nur, und das ist auch Push und Pull, sie sagen ja, wir fahren so viele Autos, wir können nicht parallel Bahn drüber fahren lassen. Aber es ist das. Das hier, diese Sache mit den 40-50%, bei uns sind Lungenschäden bei Kindern, nachweisbar, je näher wir an die Straße leben. Und so. Und wir haben einerseits Bio lange im Aufsichtsrat der KVD gehabt und so, da darf man nichts sagen, sie hat zweimal eine Abmahnung bekommen, da mussten wir auch aufhören, mit Abmahnung ist wirklich, damit es rechtsrelevant, ne? Okay. Damit der, fängt der einfach an. Was wir nicht schaffen, wir haben nicht sowas wie ihr. Wir haben, was interessant ist, auch wegen der Zusammensetzung hier, bei uns sind. Ich bin der einzige Kerl in der Nahverkehrsinitiative, sonst das sind nur alleinerziehende Frauen, die Nebenjobs haben, weil die kommen nicht, die müssten, die bräuchten Busse, die sie so quer, die machen alle Linien platt, die Sinn machen. Die bauen das hier aus und vernachlässigen das hier und deswegen kommst du nicht hin. Die kommen halt nicht zur Arbeit. Du arbeitest halt im gleichen Stadtteil, wo uns im Arm, so ist das. Und die Busse werden am Wochenende gestrichen, müssen auch am Wochenende. Ich finde eure Stärke wunderbar, dass ihr euch so technisch macht. Wir haben uns immer gesagt, das ist nicht wichtig. Und wir haben uns mehr darauf konzentriert, dass wir diese alleinerziehenden Frauen organisiert kriegen. Wir sind leider nicht hier, weil es alleinerziehende Frauen sind und wir keine Kinderbetreuung anbieten. Wir müssen das ja anders machen. Aber ich fände es total spannend, die beiden Sachen zusammenzutun. Weil das, was du gerade technisch gesagt hast, wir haben alles mal angesprochen, aber wir gehen damit nicht so an die Presse. Ich würde gerne. Wie ist eure Inni mit dem Bündnis? Das verstehe ich nicht. Also warum macht ihr ein Bündnis? Warum macht ihr keine Initiative, wo jeder kommen kann? Bündnis hat für mich das Gefühl, verstehst du, dass man Leute zieht, die ein politisches Bewusstsein haben. Mhm. Und für uns ist Nahverkehr etwas, wo Leute dran politisieren. So, da würde ich gerne so drüber reden, auf die Gedanken. Weil ich glaube, wenn man die beiden Arten zusammenpacken würde, das wäre ideal, aber technisch heute viel weiter als unsere Inni, obwohl wir genauso lange arbeiten. Und eben die Jungen. Also vielleicht nur dazu, dass da gehen wir schlecht hinterher. Das ist, die Initiative organisiert beides. Also es ist ein Bündnis von Organisationen. Ich bin ja zum Beispiel drin für meine Gewerkschaft GEW, ja, als Vertreter, dann ist ATTAC dabei, dann ist die Linke dabei. Und dann sind aber auch Einzelpersonen dabei. Also wir sind offen für, es sind Mischungen, ne, aus Organisation und Einzelpersonen, aber bei den Einzelpersonen, das sind oft welche, die sind auch im VCD oder im ADFC oder im Fuß e.V., was natürlich gut ist, weil wir da Verbindungen haben, aber wir haben wenige solche. Okay. Das ist schon eher so, ich sag mal, Mittelschicht, so, ja, die eben verkehrsmäßig die Verkehrswende voranbringen wollen. So. Man merkt es an so Diskussionsthemen, als wir zum Beispiel über Nulltarife, über ein Euro-Ticket 365, als das voriges Jahr war, diskutiert haben, also unsere Initiative ist nicht für Nulltarif. Weil da haben wir gehen schon eben überwiegend konsensual auch vor, ja, also müssen wir da auch, nicht 100%, aber so ziemlich. Und da sind wir Leute dann, also wenn es nichts kostet, das geht nicht. Ja. So. Und deswegen haben wir da zum Beispiel, war der Konsens dann ein 365-Euro-Ticket, wobei sich das ja voriges Jahr mit dem 9-Euro-Ticket dann ein Stück weit erledigt hat, Gott sei Dank. Da hat die Initiative auch gut mitgemacht, ja, bei der Sache. Aber wir haben nicht die, sagen wir mal, aus der Arbeiterklasse wirklich, ne, aktive dabei. Was auch ein bisschen daran liegt, dass wir uns ein bisschen auf die Innenstadt konzentrieren, wegen diesem Tunnel. Ja. Dafür müsste man mehr in die Stadtteile gehen. Also was wir mit angestoßen haben, auch hier ist in Kalk, da gibt es jetzt auch eine Verkehrswendevernetzung. Da haben wir auch Kontakt zu, da kommt zum Beispiel, wir haben morgen Plenum, da kommt auch einer und berichtet über den Stand der Dinge, Kalker Hauptstraße, Auto reduziert und autofrei und so, da gibt es ja jetzt auch Vorstöße. Das ist dann natürlich eher ein Viertel, wo es und so, aber wir haben bis jetzt, auch hier, sind jetzt nicht unbedingt die proletarischen Massen dabei, ja? in der Kalker-Vernetzung. Ne? Ist schwierig, da seid ihr, glaube ich, weiter, wenn ihr die Leute organisiert habt, da, die haben wir noch nicht. Und in dem Kontext 9 Euro fällt mir eine Sache ein, die ich noch loswerden wollte hier auch. Voriges Jahr hatten wir ja auch einen Workshop, weil das dann zum Thema wir beide auch, ne? Und da hat
Jakob Schäfer angeregt haben, ein 9-Euro-Ticket, da müssen wir was machen, müssen wir unbedingt uns reinhängen, ja, dass es da eine breite Initiative gibt, haben wir auch dann in unseren verschiedenen Orten gemacht. Und ich denke schon erheblich mit dazu beigetragen, dass es dann eine breite gesellschaftliche Bewegung gab, dieses 9-Euro-Ticket beizubehalten, beziehungsweise Nachfolgetickets dann auch zu machen. Und ich finde, also was ich da erlebt habe, ich war da auch in der bundesweiten Vernetzung, wo alle möglichen drin waren, und jetzt Waldstadt Asphalt und alle möglichen. Was wir nicht geschafft haben, ist Kampfpakt und BUND dazu zu kriegen. Die haben sich auf ihr 365-Euro-Ding versteift, ja, machen sie jetzt auch noch. Und ich finde, was man da sehen kann, ist, das war ja im Grunde ein Versehen, ja? Also es war eine versehentliche Wohltat, die aber dann derartig mit den Füßen abgestimmt wurde von Millionen, dass es ein Zeitfenster eröffnet hat, sowas durchzusetzen. Dass wir jetzt überhaupt 49 Euro haben bundesweit, ist nur zu verdanken der Bewegung, die da war, ja? Den ganzen politischen Druck, der da war. Und ich finde, dass man da mal dran sehen kann, was leider Gottes auch Akteure oft vergessen, auch gerade bei der Preisfrage, dass sie sagen, ja, also erstmal brauchen wir ja ein 365-Euro-Ticket, dann brauchen wir wahrscheinlich ein Sozialticket und langfristig brauchen wir den Nulltarif, ja. Und das sind genau die dann vor bis Jahren sagten, ja, 365, ne, oder so, das ist ja übertrieben, dass man ein Ticket beizubehalten. Ich würde behaupten, wenn alle Akteure, auch BUND, auch Kampfhack und die alle, und die ganz am Schluss noch 100 Promis, ja, die sich auch erst am Schluss gemeldet haben, ja, die haben wir nämlich angeschrieben anfangs, ja, die haben sich nicht berührt, dann hätten wir ein 9-Euro-Ticket fortsetzen können, ja. Aber es zeigt nochmal, dass es solche Zeitfenster gibt, die man auch erkennen muss und diese Fristigkeiten von Forderungen sowieso Quatsch sind, schon aus dem einen Grunde, weil wir die Zeit gar nicht mehr haben, langfristig irgendwas mit dem Strategie zu machen. Wir brauchen jetzt ein Verkehrswende. Ja. Hans Peter? Ich bin aus München und zwei Sachen sind mir jetzt aufgefallen. Das eine, also ich bin auch hier in Köln und fahre mit der 1 oder vergleichbar genau diese Strecke, wo jetzt der Tunnel gebaut werden soll. Von Köln-Deutz nach zum Milaten, weil da meine Schwägerin wohnt. Und diese Trambahn, die fährt da diesen, Link heißt das ja nicht, oder? Diese Straße, das ist eine Tragestrecke, die Ost-West-Achse, genau, das ist genau die Achse, um die es geht. Ja, genau, die fährt total langsam. Die bleibt an jeder Ampel stehen, wartet bis zu 2-3 Minuten, bis es weitergeht und so, etc. Ja. In München sind alle Straßenbahnen, haben alle Straßenbahnen Vorrangschaltung. Und Busse. Und der meisten Busse auch. Problematisch wird es nur an Straßenkreuzungen, wo halt von allen Richtungen die Busse und Straßenbahnen kommen. Ja. Aber sozusagen, in München fahren die Straßenbahnen viel, viel schneller. Die waren vorher schon gefühlt schneller als in Köln und sind jetzt nochmal schneller. Das heißt also sozusagen die Kapazitätserweiterung dadurch, dass sie schneller durchkommen. Ja, und man darüber den Takt ein bisschen verdichten kann oder sowas, ja, wäre eigentlich über sowas möglich. Ja. Wer hält das? Die Autofahrer. Und die Autoklubien von der Pichler auch, ja, das wieder dagegen ist, dass es solche Vorrangschaltungen gibt. Das ist so ein Punkt. Der andere Punkt ist diese Debatte bei euch, also so Stadt und so weiter, die wollen den Tunnel. Ihr schlägt vor, Ringe besser auszubauen und so. Da haben wir Ähnlichkeiten mit der sogenannten zweiten Standstrecke, also wo sozusagen ein zweiter Tunnel parallel zum jetzigen S-Bahn-Tunnel gebaut wird. Und was sozusagen, also die Leute, die das kritisch betrachten, vergleichen es mittlerweile mit Stuttgart 21. Also so eine Katastrophe. Erst kürzlich wurde zum zweiten Mal quasi eine Verdopplung der Baukosten auf jetzt, ich habe es vergessen, glaube ich, 6 oder 8 Milliarden und eine Verdoppelung der Bauzeit bekannt gegeben. Und das verbindet sich mit Abriss des Hauptgebäudes vom Hauptbahnhof, wo sie auch erst in 15 Jahren den neuen Netz bauen wollen. Erst dann, wenn die Strecken fertig sind und so weiter und so fort. Ich will da nicht weiter ins Detail gehen, aber das sind Parallelen. Und jetzt ist ja und die Kritiker leider viel zu wenige, also die Linke war das, die ÖDP, jetzt etwas Politiker und dann ein paar Stadtteilgruppen und so. Die
Ich schlage auch vor, alte Bahnstrecken wieder, also alte Bahnstrecken, wo Güterverkehr ist, wo sozusagen Umleitung, Personenverkehr umgeleitet wird, also wenn der um die Stadt umgeleitet werden muss, fahren, aber wo die alten Bahnhöfe alle geschlossen wurden, die es früher mal gab, dass man das reaktiviert, und das stößt natürlich auch wieder an den Interessen der Immobilienwirtschaft. Weil ich weiß überhaupt gar nicht mehr, ob das überhaupt so geht, weil zum Beispiel wo ich früher den alten Südbahnhof gesehen habe, ja, mit entsprechend ein bisschen Rangierbahnhof, also ja, Rangierbahnhof und so Sachen, das ist jetzt alles zugebaut. Ja. Aber könnte man trotzdem was machen, weil S-Bahn-Station ist ja auch sehr schmal. Und da sind so Parallelen, die ich sehe. Und okay. Vielen Dank. München. Hat jetzt Petra, und ich würde gerne auch noch mal was sagen, dann Petra zuerst. Ich komme aus Oberhausen, und da hat das Auto wirklich ganz spürbar Vorrang vor allem anderen. Also das geht sowohl von zumindest lauten Teilen der Bevölkerung aus, als auch von der Kommunalpolitik. Also auch Fahrradverkehr hat es da sehr schwer. Da wird um jeden Parkplatz gefeilscht und jeder Euro für Radwege ist einer zu viel und so. Also ich arbeite Mangelskapazitäten nur sporadisch bei der Initiative Oberhausen Sattelt um, die sich für Radverkehr und allgemein auch für andere Verteilung des öffentlichen Raums so für den Verkehr einsetzt. Also das ist wirklich ein hartes, ein dickes Brett, was da zu bohren ist. Und dann haben wir ja jetzt noch dieses Ding mit dem Ausbau des Autobahnkreuzes, was eines der bevorzugten Projekte ist, die jetzt angeblich wahnsinnig wichtig sind. Dieses Autobahnkreuz, das geht mitten durch den Wald und soll dann eben noch mehr ausgebaut werden, dann eben 5000 Bäume weg. Und klar, das ist ja noch von noch mehr Autoverkehr und so. Und aber eigentlich, das ist 20 Jahre alt, die Überlegung, und völlig überholt und so weiter, aber auch die Politik sagt da nichts gegen. Dann gibt es da eine kleine Initiative von direkt Betroffenen in Stärkrade, wo dieses Autobahnkreuz ist, die sehr bürgerlich sind, also sehr konservativ auch. Und dann plus EUND, plus Fridays for Future und politische Unterstützerinnen und so, alles ziemlich klein. Was mir jetzt unheimlich nochmal aufgefallen ist bei dem Vortrag von der Angela, also dass das Thema, also einerseits eben Verkehrswende ist, also wie ich da gerade auch gesagt habe, diese Beharrungskräfte und dass das Auto so einen Vorrang hat, aber andererseits schreit das ganz laut, so dass das eigentlich ein Hauptthema eigentlich Korruption ist. Ne? Also das und so schamlos und so offensichtlich, dass das wirklich die Kinnlade runterfällt, also dass das eigentlich jeder merken müsste. Und das gibt es ja auch in anderen Bereichen, also dass da so der Eindruck entsteht, es wird gebaut um des Bauens willen und es hat tatsächlich niemanden Nutzen davon, und das ist auch überhaupt völlig egal, ob da jemals ein Nutzen entsteht oder nicht. Es geht einfach darum, eben dieses irgendein Projekt zu machen, um damit viel Geld zu verdienen. Und ob sowas nicht auch stärker ausgestellt werden könnte. Ja, ich würde nur nochmal mit der Vorrangschaltung, da wollte ich nochmal kurz sagen, ja, gibt es zu wenig in Köln. Ne? Also Sie sagen immer, ja, Sie machen ja Antragstellen, haben Sie Vorrangschaltung, aber nicht durchgehend. Es gibt keine durchgehende Vorrangschaltung. Mit der Taktverdichtung in der Innenstadt, ich hatte ja gerade von dieser schrecklichen oberirdischen Lösung gesprochen. Also ein Punkt, dass es langsamer geht, sind, dass es nicht durchgehende Vorrangschaltung gibt. Ja, der zweite Punkt ist aber die Haltestellen Neumarkt-Neumarkt. An den Haltestellen, das dauert, ja, bis der Umstieg da gelaufen ist, das ist immer das, was sozusagen der Engpass. Ja. Und da haben wir Pläne vorgelegt vom Bündnis Verkehrswende aus, weil wir haben, wie gesagt, auch ein paar Planer und sowas dabei, wo wir versetzte Haltestellen, also praktisch zwei, also am Neumarkt, jetzt für die Kölner Stadt hier ein bisschen, zwei versetzte Haltestellen haben mit einem Mittelbahnsteig. Mhm. Und am Neumarkt auch, wobei der eine Bahnsteig geht in die eine Richtung, der andere in die andere Richtung. Da müsste man den Neumarkt nicht führen, sondern das würde bei denjenigen quasi bleiben. Natürlich Autospur weg, weil ja eine Fahrradspur auch hin muss und so.
So, und damit könnte man, haben wir ausreichend Taktverdichtung von über von 50% hinkriegen und für die Linie 9 auch nochmal um 30% so. Weil nämlich dann der Umschlag sehr viel schneller ging an dieser Haltestellung. Das ist nämlich auch so ein Knackpunkt dabei. Das war, und das ist auch noch was wir da erreicht haben, diese versetzten Haltestellen, mit dem Konzept gehen wir gerade rosieren, auch bei den Parteien, aber auch in der Öffentlichkeit mit Veranstaltungen und so und auch bei der IG Neumarkt und solchen Vereinen, die wollen da auch keine ewig lange Haltestelle da, die wollen vor der Haustür haben, also diese Gewerbetreibenden da. Ja, also damit gehen wir gerade rum. Und bei der Stadt, die Vorzugsvarianten für die oberirdische Geschichte geprüft haben, also die verschiedenen Varianten, sie hatten dann als Vorzugsvariante die schreckliche, an zweiter Stelle mit nur wenigen Punkten weniger, war auch eine versetzte Haltestelle. So, und das versuchen wir jetzt, also was wir geschafft haben, ist, dass die auch nochmal weitergehend geprüft wird. Nicht nur die erste Variante, sondern auch diese zweite Variante, also die zweite Vorzugsvariante auch. Also da haben wir Hoffnung, ne? Dass da, wenn man das schon mal hinkriegen würde, dass es da ein vernünftiges oberirdisches Konzept gibt, ja, dann würden auch viele Befürworter vom Tunnel und so, das hängt miteinander zusammen natürlich auch. Ne? So, und da gibt es auch eine Taktverdichtung, dann, wenn man die Haltestellen berücksichtigt. Ich würde jetzt mal dazu sagen, also A, ich finde, du hast recht, du hast sicher das auf dem Kopf. Der ist dann übrigens nicht mehr gezündet, nicht aus irgendeinem politischen Unwillen, sondern weil wir alle drüber sind, sonst hätten wir da noch mehr reinstellen können. Ne? Also es ist so, ich finde das Thema Nahverkehr, und deswegen wollte ich auch nochmal sagen, ich glaube, es ist richtig, nicht Fahrrad zu machen als klassischen politischen Schwerpunkt, weil da die anderen Akteure, also bei uns, unsere Erfahrung ist, sie drücken die Klasseninteressen weg, tendenziell. So, ne? Aber tendenziell, nicht absolut. Und sie sind mit den Grünen durchsetzt, wir merken das, ey, OB-Wahlkampf, Kassel, Bio hat 9% bekommen, die hätte 20 bekommen, wenn die Grünen sich nicht als Fahrradpartei waschen, was sie nicht sind. Wenn nicht irgendwie da ihr Glaube da wäre, sie würden eine Verkehrswende pushen. Wir haben einen grünen Oberbürgermeister, das ist total verrückt. Und der macht das alles. Wenn wir irgendwo einen Fahrradstreifen machen, der so schmal, dass er gar nicht geht. Und irgendwie denken trotzdem, es geht voran. Und Busse werden trotzdem eingestellt. Ganz wichtige Situation, ich weiß nicht, ich glaube, es ist überall so. Bei uns ist nach dem 9-Euro-Ticket, ja, wir haben ganz schwierige Bündnispolitik mit Verdi. Und zwar nicht mit den Bürokratien, sondern wirklich mit den Kollegen danach, weil die krank geworden sind von diesem 9-Euro-Ticket. Ganz schlimme Sache. Und wir haben aber auch gelernt, wir haben es geklärt, aber man muss das auf dem Schirm haben. Das ist für die fast traumatisch. Weil die sind wirklich auch lange Zeit erkrankt, weil das eine psychische Belastung war, dass alles so voll war. Ich finde, das müssen wir auf dem Schirm haben. Ne? Diese Scheiße mit den Grünen und dem Radverkehr, dass die da durchkommen. Und auf der anderen Seite, dass die Kolleginnen da wirklich drunter leiden. Wir müssen denen eine glaubhafte Perspektive geben im persönlichen Gespräch. Und was ich wirklich aufrichtig will, wir müssen einen Weg finden, dass wir diese Sachen zusammenführen im Laufe des Jahres. Wir dürfen uns nicht nur einmal im Jahr miteinander beraten. Wir müssen irgendwie zusammenarbeiten. Aber das können wir nachher mal gucken. Es gibt tausend Möglichkeiten, wenn wir uns einmal im Quartal irgendwie austauschen als Leute, die so initiativ werden wollen oder so. Weil wirklich, eure Stärken sind unsere Schwächen, also jetzt nur Kassel, sind unsere Schwächen und ich glaube, irgendwie so, man kann voneinander so viel lernen und das meiste hängt natürlich an Kapazitäten und nicht an politischen Willen. Ich bin aber immer wieder erstaunt, wie nah wir in dieser Frage mit den Jahren in der Praxis die gleichen Erfahrungen gemacht haben und Mittelstädte, Großstädte, Metropolen, ja, trotzdem gleich. Wir sind zum Beispiel, also bei uns steht kein Tunnelbau an, aber diese Straßenbahn, die ist wirklich wichtig. Die ist, das meine ich nachher ernst. Das ist wirklich aufrichtig, von persönlich, politisch bis taktisch wichtig. Ne? Das ist, und die müssen wir durchkriegen. Okay, bitte. Einfach drei Anknüpfungen. Ich finde, es sind sehr viel Raum rein in die Debatte um eine fahrradfreundliche Stadt. Ich selbst bin da ja auch profitiere als noch Fahrradfahrer von 56, aber. Das ist wirklich so einen starken Greenwashing-Aspekt und es hat was Sozialdarwinistisches, weil es gibt ja ein Bild einer Gesellschaft, Leute, die nicht mehr Fahrrad fahren können, die haben Pech gehabt. Ne? Das ist mal das Bild der jungen Familie, die Supermutter mit Lastenrad und 5 Kindern und 3 Kisten Bionade. Ne? So, das ist so eine Ideologie und wer das nicht kann, der soll zu Hause bleiben oder sterben. Ne? Also, sagen wir mal übertrieben. Plus, dieses Bild, man radelt froh zur Arbeit, ne, im Anzug, ist ja auch klassenmäßig biased, weil wer eine körperlich fördernde Arbeit hat, ne, der wird nicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Ne.
das ist vielleicht in Großstädten ein Randphänomen, aber auch nicht nur, da wird im Logisch was unsichtbar gemacht. Da spielt man sich die Bälle zu und gleichzeitig nimmt das so einen Raum ein, dass dann sowas wie der Autoverkehr in der Stadt Köln wird wachsen über die nächsten 20 Jahre. Das ist ja ein Naturgesetz, das ist ein Stadtreview, wird das berichtet. Das wirkt man gleichzeitig durch. Das ist dann so automatisch, weil die Stadt wächst ja auch, so Zuzug. Deswegen, also die ganze Stadtplanung argumentiert ja auch, der Autoverkehr wird wachsen, so wie der Klima, das ist so automatisch. Und da muss man echt aufpassen, weil natürlich gleichzeitig nachfahrliche Städte eine super Sache sind. Also die Kopenhagen, die ganzen holländischen Städte. So. Das ist so ein Punkt. Wenn wir so klassische Beiträge machen, vielleicht einen zweiten Aspekt, und zwar Anknüpfung für die Korruption. Ja. Man muss ja sich fragen, es ist ja einfach so, es geht ja um Kapitalverwertung und da ist ja Korruption auch nur eine Art von Investition, das ist ja nicht, muss man nicht moralisch betrachten. Und sowas wie langfristige staatsfinanzierte Infrastrukturprojekte sind natürlich für die Kapitalakkumulation weltweit das Ding, weil alles andere ist prekär, ne? Ob man morgen noch irgendwo eine Jeans kauft oder ne? Und deswegen saugt das auch Kapital und deswegen werden die Weichen gestellt und die Entscheidungsträger sind ja entweder dann korrumpiert oder geben sich her, so als Milchkuh des globalen Kapitals, das ist ja am Ende, weil da fließen ja Kapitalmassen, die kommen ja auch aus globalen Kapitalmärkten, weil es waren ja Staatsanleihen, ne? Die Staatsverschuldung, Verschuldungsstadt Köln, das ist der Titel, die werden weltweit gehandelt, das ist also das, was ja den globalen Kapitalismus am Leben erhält und eine gewisse Stabilität im Markt bringt. Genau, das hängt da reingeflossen, dafür brauchst du Grundstücke. Das sind quasi die Forst. Und da hätte ich eine Frage, ihr stoßt ja auf der Gegenseite, jetzt vor allem SPD und Grüne, auf Leute, die euch irgendeinen Scheiß erzählen, das würde mich genauer interessieren, was die eigentlich sagen. Sagen die, ja, ihr habt recht, aber ich mache es trotzdem, oder sind die real auch blöd, ne? Also statt Köln, Stadtrat, kann ich mir auch viel Dummheit vorstellen. Ne, oder also es ist wirklich, wenn du da Anekdoten hättest. Und die zweite Frage, wenn ich so, mir ist die Logik nicht da, wenn man das so denkt, müsste es ja eigentlich auch funktionieren mit großen Investitionen in das Regionalbahnnetz. Warum wird das nicht gemacht? Ist das Ideologie oder ist am Ende die Kaufkraft höher von den Fernreisenden? So, also längerfristig gesehen. Also weil der Staat könnte auch sagen, wir klotzen jetzt Geld rein in die ganze Regionalnetz, wird auch Geld versenkt. Also was ist da der Hinweis? Warum ist es so stark, dass das nicht gemacht wird? Also die, ich finde so Fahrradinitiativen, also auch jetzt nicht überall gleich zu bewerten. Also wenn ich jetzt die Kapazitäten hätte, würde ich in dieser Initiative mehr den öffentlichen Nahverkehr einbringen, weil ich das wichtig finde, das zusammenzudenken. Aber in Oberhausen kann man sich praktisch überhaupt nicht mehr bewegen, auch zu Fuß nicht. Überall trifft man auf Hindernisse und wird eingeschränkt und so. Und diese Verteilung von öffentlichem Raum ist eine ganz zentrale Frage auch. Und dann mit der Korruption, also ich weiß auch nicht, wie man das jetzt geschickt formuliert, da müsste man mal näher drüber nachdenken. Also ich denke auch, dass es eigentlich ist das, was Normales, was da passiert. Aber das läuft irgendwie so ein bisschen aus dem Ruder, also dass das, was so sonst eben so unter dem Deckel läuft mit der Kapitalverwertung als Hauptzweck, dass das so absurde Formen annimmt, ne? Dass da auch irgendwie wirklich dann der praktische Nutzen, der teilweise überhaupt nicht mehr zu erkennen ist von dem, was man da macht. Also direkt dazu, natürlich auch daran, weil Kapitalverwertung auf einer Stufe ist, wo sie Hände ringen nach Sachen machen. Also das wird irgendwie mal absurder. Das ist ja immer schon so, bei jeder Kapitalverwertung der Nutzen, dass ich den Dienst kaufe, ist das Nebenprodukt. Eigentlich geht es um Kapitalverwertung. Aber es wird immer absurder, weil dann die Möglichkeiten immer weniger werden, ja, global. Und deswegen werden eben da auch den geguckt. Und ich denke mit dem Nahverkehr, das ist so ähnlich wie Tunnel bauen oder die Linie 5. Für kleines Geld in 8 Monaten oberirdisch die Schienen verlegen. Ja? Also Regionalisierung bzw. Reaktivierung bringt nicht viel Profit. Profit bringen die Fernstrecken mit Hochgeschwindigkeit, das bringt es. Ne? Und das ist der Hauptgrund, warum so. Oder eben diese Bahnhofswahnsinnsgeschichten, der Stammstrecke, München gehört auch die zweite Stammstrecke. Was sagt die Gegenseite, oder diese 164 Projekte jetzt hier? Was sagt die Gegenseite? Also die Argumentation ist so,
Sie wollen die Ost-West-Achse entlasten. Das ist ein ganz absurdes Argument. Das haben Sie am Anfang gesagt, weil es werden nur die beiden Schienen untereinander gelegt. Der Ausbau findet vorher überirdisch statt. Und zwar in der Form, wegen Personalmangel, dass Sie die 90-Meter-Bahn fahren wollen. Was ja. 90-Meter-Bahn. Also es gibt jetzt 60-Meter-Bahn, das sind zwei Trakte quasi. Ja. Und jetzt wollen Sie noch einen dritten dranhängen. Das hat den Vorteil, dass Sie mehr befördern können mit nur einem Fahrer. Wegen Personalmangel. Und das ist auch nochmal diese oberirdische Geschichte auf dem Neumarkt, ihre Kurzungsvariante. Da hättest du dann vier Gleise in den Neumarkt rein mit 90 Meter Bahn. Also mehr Barriere geht gar nicht. Das ist natürlich furchtbar. Ja? Und übrigens, also unser Vorschlag mit den Versetzen, das geht mit 60 Meter Bahn tatsächlich. Da kann man die nicht beibehalten. Deswegen eine ganze, und dafür, für 90 Meter Bahn, muss auf der ganzen Ost-West-Achse müssen die Bahnsteige verlängert werden. Unterirdisch die Oberirdische, ja, was auch nochmal eine Wahnsinnsinvestition ist. Und es gibt Bürgerinitiativen in Kölner Westen, die mit uns da kooperieren und sagen, euer Konzept ist ja viel besser. Ja. So, weil die das auch nicht wollen, dass da die 90 Meter Bahn auf den langen Bahnsteigen sind. So. Also, wie kann ich. Achso, das ist das so. Also das heißt, wenn Sie die unter die Erde legen, ist überhaupt keine Kapazität gewonnen. Ja, das stimmt schon mal nicht. Dann sagen Sie, eine Großstadt braucht ein Metro, habe ich schon gesagt, ja, das ist natürlich Quatsch. Ja. Und Sie sagen eben, die Innenstadtentlastung denken Sie eben nicht netzstormig, sondern alle müssen da durch, ne, sozusagen. Also FDP und CDU sind für diesen Tunnel, die Grünen haben Parteitagsbeschluss dagegen, aber sind im Bündnis mit der CDU. Und mit Volt. Volt gehört in die Kategorie, wie du sagtest, wirklich Dummheiten, ja, also die sind, ist wirklich kaum zu fassen, obwohl sie so einen tollen Wahlkampf mit so tollen Plakaten gemacht haben, Fahrradfahren wie in Kopenhagen, ja, wohnen wie in Wien oder sowas, ja, die möchten vierspurigen unterirdischen Ausbau. Weil die sind genau diejenigen, die sagen, ja, Metro bilden, also Metropole brauchen U-Bahn und so, und zwar vierspurig da unten, ja, so. Wobei sie aber gesagt, und die SPD möchte einen noch längeren Tunnel, weil sie sagen, da ist natürlich auch gar nicht in Wahrheit dran, aber der Infrastruktur Brücke bleibt doch. Also die ganze Ost-West-Sachse über die Deutzer Brücke und im Osten müssen ja doch alle durch, ja, der bleibt doch dann. Also dann möchten wir auch nur unter dem Rhein, ja, und auch nach Westen noch viel länger. Wir wollen ganz lang durch. So, Linke als Einzige dagegen und Klimafreunde dagegen. Und jetzt ist es aber so, dass sowohl Volt wie auch die SPD gesagt haben, also hoch zum Tunnel, diesen Tunnel, den werden wir ablehnen. Wenn sie dabei bleiben, und die Grünen vielleicht auch, da gibt es keine Mehrheit für den Tunnel. Wenn aber nicht, ja, es sieht so aus, als wenn die Entscheidung freigegeben würde. Ne? Ja. Also als, weil sie haben im Koalitionsvertrag schon angedeutet, dass, ja, dass sie bei Sachen, wo sie einfach nicht zusammenkommen, ja, dann freigeben. Aber mit SPD gibt es eine Mehrheit für den Tunnel. Ne? Es wird also viel, wir sind auch mit dabei, vor allem in Richtung auch SPD zu arbeiten und zu argumentieren. Da haben wir Ende Juli einen Vorstellungstermin für unsere Rockner Plus. Wenn die dabei bleiben, dass sie diesen Tunnel ablehnen, dann gibt es keine, sonst gibt es eine. Ne? Also das ist so die, ja, die Argumentationslinie. Und diese Autobahnprojekte sind natürlich ähnlich. Ne? Und was du sagtest auch, also auch Güterverkehr, als wenn das wirklich die Natur ist. Also ich weiß gar nicht, wie Journalisten sowas auch reproduzieren. Ja? Der Wissing stellt sich hin und sagt, es gibt eine Studie, 50% mehr Güterverkehr und ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent mehr Autoverkehr und so. Dass da kein Journalist mal nachfragt, also auch wenn ein Bürger kommt, ja, und sagt, hallo, aber ich meine, das ist doch kein Naturereignis. Also, genau. Und das ist, dass mehr Straßen, mehr Verkehr produzieren, ist ja auch längst erwiesen, ja, durch X-Studien, also unglaublich wirklich. Aber die Dreistigkeit ist groß, wir hatten das gestern in der Diskussion auch. Im Augenblick finde ich, dass sie sehr dreist sind in den Sachen, die sie durchziehen und haben auch das Gefühl, wir können das, ja. So. Mhm. Deswegen habe ich auch nochmal erinnert an diese 9-Euro-Geschichte voriges Jahr. Ja? Ich hoffe ja, dass sich doch die Allianzen verdichten zwischen Klimafreunden, Gewerkschaften und Verkehrswende-Initiativen. Und es muss irgend sowas, wenn nochmal sowas passiert, wie der Unfall zum Beispiel in Darmstadt-Kreuzen, der ja auch zusammenhängt von der Bahn, ne? mit der niedergehenden Infrastruktur und so. Wenn sowas passiert, es kann manchmal schnell gehen, ja? Dass man tatsächlich ein Zeitfenster hat, wo man dann eine größere Bewegung zustande kriegt. Im Augenblick sieht es wirklich düster aus, aber ich hoffe da auch so Zeitfenster und auch ein Zusammenwachsen von diesen Bewegungen, dass man da wieder mehr verhindert kriegt einfach. Ja, ja, ich habe dich auf dem Schirm vielleicht daran angeguckt. Ich glaube, ehrlich, also jetzt unsere Erfahrung ist,
Sprecht ein bisschen weiter nach vorne. Wie wir hier sitzen, und das, wir sind ja nicht viele, aber zum Beispiel nur durch, in Kassel ganz konkret, hat Vio im richtigen Moment Fridays for Future angerufen und Verdi. Die wussten beide voneinander, die kennen sich sogar, wir reden nicht miteinander, sie mussten das anstoßen, dass am richtigen Streiktag die zusammenkommen. Die hätten das nicht gemacht, jetzt nur um die Banalität manchmal darzustellen. Beide wollen und beide reden nicht miteinander, weil sie auch drüber sind. Die sind ja in so einem Moment drüber. Das ist nicht immer Bosheit, das ist nicht politischer Gedanke, sondern und dann ist unsere Rolle zu sagen, jetzt mach das, wir melden an. Und wir haben dann ganz schnell angemeldet und dann waren sie zusammen. Und dann war das das Bild, was nachher in der Presse war. So, ne, das finde ich wichtig. Persönliche Rolle von uns, die wir hier im Raum sitzen, ist gar nicht so klein, wie wir denken. Zu der Presse. Unsere Erfahrung ist, also bei HR, ich weiß es nicht, WDR, ML, keine Ahnung, ob das noch so ist, aber HR darf nicht Autobahn und sonst was. Sie haben ganz klare Richtlinien. Die dürfen die Wahrheit nicht sagen. So, die dürfen zum Beispiel nicht mehr über das Leid Damm oder Forst richten, die sollten nur noch über Gewalt gegenüber Polizisten reden. Rote Linie in der Presse, also so, nur als so Schlaglicht, so machen die das. Die Korruption, die läuft nicht nur im Großen. Und das schneiden wir nachher aus. das meine ich sehr ernst. Was meint ihr, wie oft Vio Posten bei den Grünen angeboten worden sind? In den letzten 3 Jahren. Entweder sie tritt ein, sie kriegt einen Job da, sie könnte irgendwo im Rathaus, sie könnte im Landtag irgendwie im Verkehrsbereich arbeiten. Nee, Korruption sind nicht nur so aus das Geldkoffer wechseln, sondern Korruption ist auch Karriereangebot. Ja, gestern sind wir noch mit 2, 3 Leuten zum Rhein gegangen. Also A, da dauernd Bullen in Vollmontur, die da patrouilliert sind. Fand ich widerwärtig, weil das ist ja nicht. Und danach sind wir mit der RB, ich habe 48 nach Leverkusen, Mann. Wenn das heißt, gefahren. Und alle habe ich, das habe ich in Köln noch nicht erlebt, ich habe auch Fotos gemacht, vielleicht ist es auch ein Video geworden, ich war schon ein bisschen müde. Wir wollten gerade aussteigen, da fängt jemand an zu schubsen und die Leute zu kontrollieren. Aber wirklich geschubst, die Leute zu kontrollieren, anzugreifen, diesen Nahverkehr als Erlebensraum von Rassismus, ne, von Repression, du merkst, die Leute hatten Angst. Die noch nicht kontrolliert waren, ganz viele, und die hatten wahrscheinlich Fahrschein, aber die hatten so aggressiv aufgetreten. Das finde ich noch einen wichtigen Aspekt in dieser ganzen Nahverkehrsdebatte, der bei uns immer wieder hochkommt. Busse und so als Angstraum, weil die, bei uns ist das ausgelagert, privatisiert, finde ich deswegen nur als Fußnote erwähnenswert, weil wir darüber, glaube ich, mehr diese antirassistische Arbeit auch nochmal deutlich machen können. Ich meine, die werden am Ende kontrolliert, ob sie hier sein dürfen. Ne, am Ende geht es nicht um den Fahrschein bei vielen. Die haben, das finde ich nur so anekdotisch, damit es nicht untergeht. Ich finde, das gehört zu diesem ganzen Nahverkehrsthema dazu. Deswegen haben viele Migranten ganz schnell Autos. Übrigens. Also, ne, weil sie diesem Raum entfliehen wollen. Finde ich wichtig. Und ja, und ansonsten würde ich jetzt vorschlagen, Angela macht noch ein ausgiebiges Schlusswort. Und kurze Nachfrage. Ja. Ist das von dir eine Spekulation oder gibt es dazu Belege? Es gibt, es gibt anekdotische Massenbelege und es gibt Untersuchungen, Umfragen, die das bestätigen. Mhm. Und es gibt auch die Umfragen, die bestätigen, dass Migrantinnen schneller ein Auto haben wollen, weil sie weniger kontrolliert werden, als wenn sie mit dem Rad und mit Bus und Bahn unterwegs sind. Ja, und es gibt es. So. Und sie werden natürlich auch anders behandelt in der Verkehrskontrolle. Sie werden auch als etwas aus dem Verkehr gezogen, aber auch da werden sie anders behandelt, als rumgeschubst zu werden. Also das war gestern ganz, ganz wichtig. Ein ganz wichtiger Aspekt gerade so. Für Köln. Also dazu mal ein Artikel irgendwo, finde ich sehr wichtig. In den USA haben Sozialisten in LA, da ist das ganz großes Thema. Rassismus im Verkehrsleben. Auch da, du probierst Auto zu fahren. Einfach, um nicht in solche Situationen zu kommen. Aber es ist nur ein Aspekt, den wir alle oft vergessen. Also wir auch. Aber der eigentlich sehr präsent ist. Das ist für Köln ganz, in der guten Zeit ist, zentrales Thema, weil es gibt diese Wahrnehmung, der ich auch unterlaufe, es gibt die sich antisozial verhaltenen eher nicht-deutschen jungen Männer mit ihren Autos und die gibt es real. Ja. Und gerade hier unten in Poll an der Südbrücke am Rheinland ist so eine Straße und da gab es auch ein Problem mit Rasern, die dann so ein bisschen zeigen, hier, ich komme von 0 auf 130 Kunden mit meinem getunten AMG und so. Aber jetzt fahre ich da lang die letzten Monate und es sind massenhaft migrantische Jugendliche mit ihren Autos, aber die parken da, rauschen Shisha
Und die ganze Atmosphäre wirkt auf mich sehr friedlich und kultiviert. Ich habe da auch keine Raser mehr gesehen die letzten paar Wochen, wo es jetzt auch wieder Saison war, wegen gutem Wetter. Entweder gab es da Maßnahmen von der Stadt oder sowas. Und die treffen sich trotzdem da und zeigen ihre Autos, stehen vor und stehen einfach rum, hören ziemlich gute Musik, rauschen Shisha. Also, aber das ist natürlich problematisch, weil die Wahrnehmung in einer Rest der Bevölkerung, also auch zum Teil bei der migrantischen Bevölkerung, ist so, oh, das Bild des antisozialen jungen Mannes mit dickem Auto, den es ja real gibt. Ne? Und da, das Problem scheint ein bisschen gelöst zu sein, aber es ist immer so eine Pogromstimmung, die sich da zusammenbraut, wenn irgendwo jemand mit dickem Auto und nicht deutsch jemanden überfährt, gibt es ja gleich Erfolgsauflauf. Ne? Das muss man so im Auge behalten, finde ich, ne? Das differenzieren, weil ich habe selbst schon einmal gestoppt, ich raste einer lang in der Straße, also richtig so, dachte, scheiße, das ist, also der bringt jemand um, ein bisschen Pech, da habe ich so mein Handy hochgehalten, hat er gedacht, ich filme ihn und er ruft direkt die Bullen an, hat er gebremst, ne? Also das hat so beide Seiten. Ja, das ist ein wichtiger Aspekt, in der Tat. Wunder nochmal, ich weiß die Studien jetzt auch nicht auswendig, aber wenn er nochmal ganz gut zusammengefasst hat, ist diese berühmte, wenn auch Mittelschicht, Katja Biel, ja. Autokorrektur, die hat da, das ist recht gut zusammengefasst, auch Studien nicht nur, also Migranten, die da nicht gerne, auch Frauen haben und so weiter, ja, also was es für Angstträume auch sind, ja, und aus dem Grunde dann Autos sozusagen angeht. Katja Biel Autokorrektur. Ne? Auch Behinderte, ja. Was auch immer, ne? Weil eben keine Barrierefreiheit besteht und sowas, ne. Die hat da, also Katja hat die Autokorrektur, ist ganz, kann man schnell lesen, ist ganz, ganz gut zusammengefasst, so eigentlich was so. Und auch die Farbe der Raumverteilung und so. Vielleicht aus dem Anlass nochmal mit dem Mittelschichtsphänomen. Ich habe dann überhaupt nichts dagegen, wenn sich Mittelschicht auf der Fahrrad einsetzt. Ja, ja nicht, wir wollen ja, wir brauchen eine Umverteilung des öffentlichen Raumes, ja, also. Das brauchen wir, und klar, die sind dann die Ersten, die sich dann auch bewegen. Es ist eben nicht die Arbeiterklasse, die sich dann als erstes mal um solche Sachen kümmern, weil sie noch tausend andere Sachen haben, um die sie sich kümmern müssen. Ja, so. Und es ist schon gut, dass es das gibt, ja, finde ich, jetzt muss man auch nicht. Aber wie gesagt, es ist eben, es vernachlässigt eben ein Stück weit die anderen Interessen dann und eben auch den ÖPNV, der eben viel schwerer durchzusetzen ist als ein paar neue Fahrradstreifen. So. Also von daher ist das eher so ergänzend vielleicht zu verstehen. Wie ist die KVB-Lage und so? Ich glaube schon, dass mehrheitlich in Köln, insbesondere in den letzten Jahren, also jetzt nochmal verschärft durch die jetzt bis immer noch andauernde Ausdünnung von Fahrplänen auf mehreren wichtigen Linien, ja, wo eben nur noch 10, 20 Minuten gefahren wird, dass das Erleben der Leute ist, es wird immer schlechter. Ja. Hängt natürlich auch mit immer mehr Baustellen zusammen, übrigens diese Immobilienwirtschaft. Also Köln kann man sich angucken. Ich weiß nicht, ob da in der Innenstadt wart ihr wahrscheinlich nicht, ja? Da ist eine Baustelle in der anderen. Ja. Riesenkomplexe, wo irgendwelche Investoren was machen oder auch nicht machen. Ja? Jetzt hatten wir gerade einen Erbau, doch keine Wohnungen. Ja? Die Stadtverwaltung sagt, ach ja, kann man nachvollziehen. Ne? So. Sollte auch 30% sozialer Wohnungsbau bei sein. Alles. Also wirklich, fast die Innenstadt, da käme dann noch diese Baustelle dazu. Ja? Da ist sowieso schon alles wirklich aufgerissen, weil eben die wahnsinnig nach Kapitalanlagen suchen. Ja? Doch, ich sehe das in anderen Städten auch. Die Innenstadtbaustellen nehmen unglaublich zu. Ja. Wie kam ich da jetzt drauf? Achso, da ist übrigens Kostensteigerung, auch wegen Museumsbauten, sind ja auch so dankbare Sachen. Ja. Kostensteigerungen, weil jetzt gerade gesagt wurde, weil die Kostensteigerungen so hoch sind und so, das ist völlig egal. Je mehr Kosten, umso mehr Profit. Ja. Also man darf nicht denken, wenn die Kosten, das war bei Stuttgart 21 auch teilweise so, weiß ich von Akteuren, dass die Leute dachten, na komm, das wird so wahnsinnig, diese 4 Milliarden werden sowieso nicht, ja, und dann hören wir, das wird sich irgendwann erledigen. Nein, überhaupt nicht. Und auch Museumsbauten, nichts erledigt sich. Je mehr Kosten, umso besser. Ja. Es geht ja nur um Kapitalvermehrung letzten Endes. Ja, also KVB, ich glaube, die meisten empfinden das als Verschlechterung, was in den letzten Jahren gelaufen ist bei der KVB. Es hat bei der Kommunalwahl hier 2021, hat es im Vorfeld auch von der örtlichen Zeitung Umfragen gegeben, welches Problem sehen die Kölner als das wichtigste Problem, und da haben über 60% an erster Stelle mal Verkehr. Das betrifft natürlich, die sind jetzt nicht alle für ÖPNV-Ausbau, weil sie kommen nicht durch und so, ja, Staus und alles Mögliche betrifft es, aber Verkehr wird als ein Hauptthema gesehen. Und insofern ist es, glaube ich, schon so, dass das so ist. Richtig ist, wir haben keine emotionale Geschichte so. Also ich meine, wenn Sie jetzt den Blumen abwaschen oder sonst was, ja, oder der gefällt mir. Das wäre was. Guck mal, reißen Sie mal hier durch. Und ich glaube auch,
aber trotzdem ist der Hinweis nochmal gut, wenn wegen diesem Projekt, das wir in Hauptbahnhof verlegen wollen. Ja? Es ist natürlich schon so ein Heimatgefühl, sowohl wenn du mit dem Auto von allen Seiten reinkommst, siehst du den Dom, ja? Und wenn du bei der Hohenzollernbrücke kommst, in den Bahnhof, dann bist du zu Hause. So, ne? Also das ist wirklich schon was. Und wenn das nur noch eine Kulturhalle wird und du kommst in Kalb an, da könnte man so emotional was draus machen, wenn das spruchreifer wird. Weil dann möchte man schon in der Innenstadt auch ankommen und den Dom auch dann sehen. Ne? Aber ansonsten haben wir zu dem Bahnhof selber haben wir nicht, gibt es kein emotionales Verhältnis. So. Das fehlt ein bisschen. Und Repression da bisher auch noch nicht. Wir haben auch bisher noch keine größeren Demos auf die Reihe. Also ein paar hundert von der Ratssitzung. So, von den Ratssitzungen, das war bis jetzt das Höchste. Das massenmäßig meiste war die Petition mit den 10.000 Unterschriften, die dann zu der Verschiebung der Entscheidung mit beigetragen hat, denke ich. Die müssen wir jetzt nochmal toppen, ja, und wir müssen auch nochmal eine Offensive machen, was Infos betrifft. Ne, weil auf der Ost-West-Achse selber, denke ich schon, haben wir relativ viel schon gemacht, aber es betrifft ja die ganze Stadt. Ja. Insofern müssen wir das ausweiten bisher, also noch keine größeren Demos. Ja, und wie werden Verkehrsleute ausgebildet? In der Tat, ja. Also wir haben uns da auch jetzt ein bisschen zusammengetan, was der Winfried Wolf noch angeleiert hatte, diese Bürgerbahn-Denkfabrik. Denkfabrik für Ausbau der Schiene. Nachfolger von Bahn für alle. Ich weiß nicht, ob ihr die Konflikte da mitbekommen habt, was es ja mal gab, Bürgerbahn und Bahn für alle, da gab es Konflikte, weil sich da ein paar Akteure auch haben. Die haben die Jobs angenommen. Bei der Bahn. Und seitdem gab es dann zum Beispiel keinen alternativen Geschäftsbericht mehr und so und wurde die Bahnkritik zurückgefahren und so weiter. Deswegen hat Winnie Wolf nochmal mit der Mehrheit der Experten da diese Bürgerbahn-Denkfabrik gegründet. Und auch den alternativen Geschäftsbericht, den kann man auch nur sehr empfehlen. Scheiße, ich hätte mitnehmen sollen. lesen. Da sind auch solche Experten dabei, zum Beispiel der Heiner Monheim, der einem was sagt auch, der ist ja lange im NRW-Verkehrsministerium gewesen, ist so jemand aus der zweiten Reihe, der aber wirklich energisch ist und der zum Beispiel diesen Verein gegründet hat, der in Schleswig-Holstein jetzt eine Strecke betreibt, die dann später wieder reaktiviert werden soll. Ja? Also wo im Augenblick noch Dresinen drüber fahren für die Touristen, aber das Ziel ist aber diese Strecke da zu reaktivieren, weil es auch eine ganze Reihe Pendelverkehr praktisch überflüssig machen würde. So. Und wir hatten uns auch angeboten, auch unseren Bahnhofsverlegungen und so und auch unsere Roadmap haben wir da vorgestellt mal bei der Bürgerbahn. Wir hatten vor ein paar Wochen in Köln einen Tag, da war der Winnie noch dabei und die fanden das sehr gut auch, ne, so, und wollen uns da auch beraten und so weiter. Also Vernetzung ist da schon eine ganz wichtige Geschichte, auch mit denen, weil vielleicht gibt es darüber auch eine bundesweite Vernetzungsmöglichkeit, weil die haben ihrerseits Interesse, auch mit Nahverkehrsmitteln, mit ÖPNV-Initiativen in Kontakt zu kommen. Nicht nur jetzt, das hängt ja auch zusammen, nicht nur jetzt die Bahnprojekte sich vorzunehmen, sondern auch Kontakt zu örtlichen ÖPNV-Initiativen zu bringen. Bürgerbahn-Denkfabrik. Ansonsten ja. Kapazitätsfrage, Vernetzung, vielleicht noch ein letztes Wort zur Vernetzung. Es gab ja mit dem 9-Euro-Ticket voriges Jahr eine, ja, aber die ist danach auch wieder etwas eingeschlafen. Es gibt tatsächlich eine Reihe von Vernetzungen, ja, aber nicht jetzt unbedingt aus linker Sicht, sondern da sind auch wieder die Mittelschichtleute und teils Grüne maßgeblich und wir bräuchten eigentlich auch ein bisschen mehr Zusammenarbeit aus linker Sicht halt, nur wenn wir schon ein paar andere Aspekte noch da reinbringen. Und das gibt es bisher nicht, das stimmt. Insofern wäre das eine Aufgabe, ja. Und man soll in der Tat, kann ich auch nur unterstreichen, der subjektive Faktor spielt schon eine Rolle, dass man selber da auch Leute anspricht, zusammenbringt und so weiter. Ich war ja bis vor kurzem oder bis zu meiner Rente GEW-Geschäftsführerin und den ersten Kontakt zwischen Fridays und GEW habe ich auch hergestellt. Ja. Über GEW, ja, so. Weil wir ja wissen, dass wir die zusammenbringen müssen, ja. So. Und da hängt es dann davon ab, dass man zum Hörer bleibt oder jemand einlädt und das CGB rausholt, ja. Okay.